Hier ist noch eine Frage. Jemandes Vater ist vor circa 7 Jahren verstorben. Und immer wieder hat die betreffende Person gehört und gelesen, dass sich unsere Seelen neu inkarnieren und dass die Tibeter von einer Zeitspanne von 49 Tagen ausgehen. Und das würde ja bedeuten, dass der Vater schon längst wieder neu inkarniert ist. Aber die Seele begegnet der Person immer in der eben ihr bekannten Körpergestalt immer wieder. Und wie kann das sein und wie real ist dann diese Begegnung, wenn eine Person schon wieder inkarniert hat? Also jeder kann ja zu einem anderen Zeitpunkt inkarnieren. Das müssen nicht 49 Tage sein, das können ja Jahrhunderte sein, bevor man dann wieder kommt oder viel weniger. Aber wenn sie jetzt wieder inkarniert ist, dann können wir sie immer noch sehen, weil zum einen den inkarnieren wir ja nie vollständig. Also ein Teil von uns, der bleibt dann in unserem geistigen Zuhause und ein Teil ist da, kommt dann hierher. Und der Teil, von dem wir sagen, der bleibt dann im geistigen Zuhause, das ist dann das von uns, was wir als höheres Selbst bezeichnen. Das ist dann der Teil von uns, der ging dann nicht in die Matrix, weil er ist dann ja nicht inkarniert. Das heißt, er hat immer noch einen anderen Blickwinkel. Und somit ist also ein Teil immer noch da und man kann mit ihm reden. Und das andere ist, dass wenn wir hier inkarniert sind, dann können wir ja zum Beispiel in der Nacht reisen wir ja auch rum und dann können wir auch physische Menschen besuchen. Wobei wir auch am Tag, wenn wir wach sind, da können wir auch an mehreren Orten gleichzeitig sein. Wie meinst du das? Kannst du das noch erläutern? Wir können an mehreren, das ist vielleicht für manche Menschen ein ganz fremder Gedanke. Was soll ich denn noch dazu Also, sagen? wie können wir an, die meisten Menschen haben das Gefühl so, ich sitze jetzt hier auf dem Sofa und da bin ich Ja. und sonst bin ich nirgends. ja. Also mit unserem Bewusstsein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo stehe und dann hat es in der Nähe einen Stein. Und ich will jetzt auf diesem Stein stehen. Bin aber physisch nicht an dem Ort. Also was ich dann mache, dass ich dann mein Bewusstsein dann halt an zwei Orten habe. Dann ist mein Bewusstsein auf dem Stein, aber auch da. Und das ist eigentlich, ja, wenn man das halt will. Ja. Und das kann man ja bewusst machen, aber wir machen das ja auch oft unbewusst. Ja. Also wir können ja mit unseren Gedanken auch reisen. Wir können uns vorstellen, gerade im Lockdown können wir uns vorstellen, wir reisen jetzt Und auf dann unsere ist man aber Trauminsel und wirklich dann da. sind wir da. Also Das unterschätzen wir ja auch. ich merke dann immer, dass ich dann an mehreren Orten bin. Ja. Dann bin ich da, aber auch da. Oder da hinten. Ist eigentlich toll. Ja. Wir unterschätzen generell das, was wir mit unseren Gedanken machen können, oder? Ich möchte noch dir eine Frage stellen zum Thema Matrix. Da hast du nämlich vorher auch was ganz, ganz Schönes gesagt. Das passt jetzt auch dazu, weil da kam die Frage, was ist deiner Meinung nach die Matrix überhaupt? Kannst du das kurz beschreiben? Also für mich ist das eigentlich das ganze System, was wir hier sehen, also das Physische und das Feinstoffliche. Also
Unser ganzes System ist darauf aufgebaut, dass wir nicht in Verbindung kommen mit dem, was wir wirklich sind, sondern dass wir vergessen, im Vergessen bleiben und ja, halt durch dieses Vergessen dann ganz viele neue Glaubenssätze anlegen, weil wir die Lücke irgendwie füllen müssen. Und also ist die Matrix eigentlich nicht nur unser Gesellschaftssystem, also das Geldsystem und das Bildungssystem und was es da alles gibt. Ich habe da noch was. Ah, oh, Ja. das, ich habe gar nicht daran gedacht, aber Doch, jetzt, wo du jetzt, wo du sagst, das sagst. Aber sprich doch, ja, weiter, genau. sprich weiter. Ja, also das ist eben nicht nur das, was wir auf der physischen Ebene sehen, sondern es ist auch dieses, das Feinstoffliche, also diese mit den ganzen Skalarwellen und die ganzen Frequenzen, die wir in der Luft haben, die uns Dinge einreden im Unterbewusstsein, wo wir das gar nicht mitbekommen. Und das ganze, dieses System oder die Matrix, die wird ja vom Unlicht aufrechterhalten und die dann ganz oben in der Pyramide sind, das sind ja dann Außerirdische. Und die Leute, von denen ja viele ausgehen, dass die die Welt beherrschen, die ganz viel Geld haben. Da kann man auch recherchieren. Man kann Geld vieles regiert die recherchieren, Welt. wenn man will. Aber das sind ja auch nur Marionetten von dem feinstofflichen oder physischen Außerirdischen. Und die, ja, die wollen ja auch, dass wir in diesem Vergessen bleiben. Und das ist ja nicht die Matrix. Und da passte eben das dazu, dass du gesagt hast, jeder, der wach wird, Ja, genau. der macht nämlich da was. Ja, jeder Mensch, der aufwacht, und also aufwachen bedeutet für mich, dass wir erkennen, in was wir leben. Und dass wir diese Verbindung zu dem, was wir wieder wirklich sind, dass wir die wieder haben. Und dann bohren wir wie Löcher energetisch in diese Matrix rein. Und wenn das genug verlöchert ist, dann bricht die zusammen. Und sie steht ja feinstofflich nicht mehr so, wie sie noch letztes Jahr gestanden hat. Also das ist was Positives. Also du sagst, die Matrix fängt Ja, an, immer ja, mehr ja, Löcher ja. zu bekommen Ja, und instabiler nicht zu nur werden. Löcher, die hat es vorher schon, aber die fängt dann zu zerfallen. Das ist, Aha, also das genau. gefällt mir. Das heißt, Also auch wenn das total schlimm ist, was wir jetzt ja. haben, und ich auch der Meinung bin, dass es wahrscheinlich nicht wirklich besser wird, bis das alles vorbei ist, es passiert trotzdem was Positives. Also wir sind da nicht verloren, das kommt am Ende gut.